Hallo liebe Jubeltubsinnen und Tubse. Ich bin Kumpel und ich begrüße dich zu Minecraft, das Mittelalter. Und ich habe jetzt ganz lange mit OBS herumgemacht und ich hoffe, dass wir es jetzt geschafft haben. Es benutzt jetzt nicht mehr OpenGL und OpenGL ist, ich habe das ja immer gesagt, das ist ein Konflikt. OpenGL ist nun mal eine Software, also eine Anwendung, eine Open-Anwendung, die auch Minecraft nutzt. Und dadurch ist der Konflikt entstanden. Ich habe sicherheitshalber aber mir mal den Sildo-Shader in der Medium-Version geholt. Sieht immer noch gut aus, aber ich dachte mir, ja, so können wir weiterarbeiten, so geht das. Und das sollte jetzt auch flüssig geschehen. Um das System weiter zu entlasten, benutze ich diesmal nicht Audacity für die Tonaufnahme, sondern direkt OBS. Das heißt, wenn jetzt die Musik zu laut ist, werde ich mich schämen müssen, aber ich werde nichts daran ändern können. Das heißt, ich darf jetzt nicht vor mich hin brabbeln, weil sonst laufe ich Gefahr, dass die Musik zu laut wird. So, wir haben hier hinten dieses Dings da gebaut. Da so, hier so. Guck mal, da könnte man eigentlich auch noch eine Fackel hinsetzen. Die Dinger hier, die leuchten ja leider auch nicht. Unsere Schüppchen! Auf alle Fälle ist unser Dorf jetzt schon riesig. Und hier ist es auch arg dunkel, ne? Hier drüben ist auch keine Fackel dran. Hat der Gräber eigentlich den Baum kaputt gemacht? Apropos Baum. Ach, guck mal. Da ist mein vermisster Taglichtsensor. Den habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Beim letzten Mal. Na gut, dann gehen wir mal die Lampe wiederholen. Ich habe gedacht, er wäre zerstört. Habe ich echt gedacht. Aber, nö. Ja, warum auch Wege benutzen? Total überbewertet. Guck mal, da haben wir sie doch. Und ich weiß trotzdem nicht, wie man Taglichtsensoren baut, weil ich habe schon welche gebaut und ich weiß es nicht mehr. Und das Schlimme ist, dass es mir nicht angezeigt wird von diesem blöden Spiel hier. Also es ist nämlich ein blödes Spiel. Ja. Und dann gucke ich mir mal, ich glaube, mein Baum muss weg. So gerne ich den mag, aber ich glaube, der muss weg. Würde ich behaupten. Ja, danke. Vielen Dank, Spiel. Oh, guck mal hier. Genau die Latte, die mir fehlte. Latte Macchiato. Oder kriegen wir das irgendwie mit Baum hin? Das heißt, dass man hier mal die Stämme wegmacht und hier die. Mal gucken, wie hässlich das wird, wenn da so ein bisschen despawnt. Und dann könnten wir hier weitermachen, theoretisch. Wenn wir hier jetzt runtergehen, einen Schritt. Warum auch nicht? Dann ist man hier sogar noch vom Baum abgegrenzt. Was ja supi ist. Dann hier so lang. Und jetzt, ich hole mir eine Schere, oder? Ach, warte mal. Ich brauche mir gar keine Schere holen, ich kann mir eine Schere machen. Ah, siehst du, die Schere wollte ich auch noch machen. So. So. Das sammle ich gleich auf. Das muss auch noch weg natürlich. Hier natürlich auch. Das natürlich auch alles. Geht ja gar nicht hier, dass die Palisade verbuscht ist. So. Dann ist das hier so weggeschnitten. Ich gehe es mal einsammeln. Was ist? Was Spiel? Was? Was ist los? Hilfe! Hilfe! Oh. Ja, ich höre dich. Ich hab Angst. Oh, das war falsch. Das war falsch. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Fast so viel Angst wie vor den Creepern. So, hier komme ich ja wieder raus. So. Gut, ich habe hier jetzt für diese Aufnahme ungefähr 25 Testaufnahmen gemacht. Und ich hoffe, das hat jetzt geklappt. Ich hoffe, das war's. Naja gut, bei mir klappt so einiges nicht, wie man sieht. Das war jetzt eine Qual, alter Vater. Was ein Schmuh. So, jetzt gehen wir hier unter dem Baume durch. Nein, 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 nein. Tag. Das ist eine Palisade. Ja, ja. Immer diese unnötigen, doofen Fragen. Einfach mal in die Wiki gucken.
Das wäre in meinen Augen da eine sehr angebrachte Lösung. Nee. So. Was ich hier mache, ist teilweise, glaube ich, gerade ziemlicher Schmuh. Aber das ist man von mir ja auch gewöhnt. Das wundert ja keinen. Oh. Das hier ja voll safe hier auch, ne? Voll safe. Dann machen wir so. Ein bisschen höher. Gut. Habe ich noch Törchen? Die setzen wir als allererstes, weil die kann ja... Oh. Bam. Oh. It goes not auf. Das heißt, wir müssten hier weitermachen. Und dann eben so. Mal gucken, wie wir das dann lösen. So, give me that. So, wieder gegen das Schmoddern. Ein Dackel oben drauf. Das machen wir auch schon so. Das kann man schon mal so machen. Schere brauche ich jetzt nicht mehr. Aber so sehr brauche ich sie jetzt auch nicht mehr, sondern ich brauche sie nicht mehr so gut. So, dann bleiben wir mal hier. Warte mal. Schauen wir uns das mal an. Das reicht hier definitiv nicht von der Höhe. Das heißt, wir müssen hier wieder höher. Und jetzt gehen mir hier auch die Bretter aus. Ich gehe mal Bretter gucken. Das war Schwarzeiche, ne? Villager. Schrecklich, dass er hier ist. Ah ja, es ist ja nicht so. Haben wir da auch noch? Ne, da haben wir nicht, aber macht nichts. Wird uns ja schon mal wieder ein Eckchen weiterhelfen. Ja, das hilft nicht. Genau, mit Kuchen kriegt man alles gefixt. Fix it, Felix. So, das sind... Ja, das kann man machen, kann man machen. Da kann man gut mitarbeiten. Aber ich könnte mal hier... Hier. Packen wir mal den 30er da weg. Und dann... Kürbiskerne. Kürbiskerne. Siehst du, die sind auch noch nicht gemacht hier. Der Krusch. Ah, es gibt so viel zu tun. Das macht mich rasend. Hier, guck mal. Das habe ich neu gemacht. Also nicht neu, aber ich habe es jetzt nochmal nachgearbeitet. Jetzt ist es auch komplett sauber, die Textur. Alter, was man da am Anfang für Fehler macht, bis man das alles drauf hat. Das ist ein Lernprozess. Und das Schlimme an den Fehlern ist nicht, dass man sie macht, sondern das Schlimme ist, dass die, wenn das erstmal schon alles da ist, dass einem das sau viel Arbeit macht, das wieder zu korrigieren. Das ist schlimmer, als wenn du es gleich richtig, also wenn du das alles einmal machst, halt logischerweise, oder wenn du es eben, ja, es ist halt einfach schlimm. Ich weiß nicht, was mit euch heute los ist. Ihr seid alle so Gaffer. Du bist ein Gaffer. Ja, ich sag doch. So eine große Berühmtheit bin ich ja jetzt auch wieder nicht. Ich bin doch nur ein ganz kleiner YouTuber, so ganz klein, so 20 Zentimeter. Also ich meine jetzt die Körpergröße. Ein ganz kleiner. Immerhin sind wir irgendwie bei Social Blade, habe ich gesehen, sind wir der 1,4 Millionen größte YouTuber. Das ist schon ganz schön groß, 1,4 Millionen Apps, die YouTuber. Das ist auch der Grund, warum du nicht mit YouTube anfangen solltest. Also nicht ernsthaft. Also wenn du so ein bisschen Videos hochladen willst, mit Freunden teilen und so aus Spaß, das geht. Aber jetzt noch mit YouTube anzufangen und dann hoffen, dass man da den großen Erfolg noch mit hat, forget it. Du kannst nämlich nur nachts schlafen. Das heißt, das gibt einfach nichts mehr. Die Zeiten sind vorbei. Mal abgesehen davon, dass die ganzen Gaming-Channel, so wie unserer, ja eben Abwind sind.
Ja, es wird weniger Gaming geguckt, beziehungsweise, und dann ganz großes Problem, Livestreams. Wisst ihr, warum Livestreams so scheiße für YouTube sind? Nicht? Ich werde es euch sagen. Nehmen wir mal an, YouTuber X hat auch einen Twitch-Account. So. Hat er? Ist alles gut, ne? Ist ja auch nicht verboten, einen Twitch-Account zu haben. So, auch von YouTube, die sind da ja erstaunlich tolerant, verglichen zum Beispiel mit Twitch, die ja da so gar nicht schon, ach, das brauchen wir hier gar nicht, so gar nicht tolerant sind, was Multichannel-Streaming und sowas angeht. Naja, jedenfalls YouTuber XYZ hat, das lassen wir so, dann machen wir das Tapierzaun, hat eben einen Twitch-Account und streamt dann an 2 Tagen in der Woche jeweils 5 Stunden. So, das sind 5 Stunden, die per se entstehen, in denen natürlich niemand mehr was anderes schaut. Ne? Also wer streamt, der bindet Zuschauer. Das heißt, wir haben für eine gewisse Zeit die Leute, die es gucken, 5 Stunden da hängen. So. Jetzt nehmen wir mal an, normalerweise hat er auf einem Video, was ja oft nicht so hohe Zahlen sind, das muss man ja auch sagen, normalerweise hat er auf einem Video 100 Klicks, so ein 20-Minuten-Video, ne? So, dann haben wir bei 100 Klicks, die er auf einem Video hätte, ne, haben wir Zeit von Menschen. Moment. So, da haben wir also schon einen Zeitaufwand von... Das finde ich jetzt wenig prickelnd hier mit euch da. Was mache ich denn da? Wie soll man denn rechnen und gleichzeitig bauen? Also wir haben jedenfalls einen Zeitaufwand von 20.000 Minuten durch die Zuschauer. So, wenn er jetzt 5 Stunden streamt, ne? Wie mache ich das? 5 Stunden sind 300 Minuten und es gucken nur 10 Leute zu. Dann haben wir 30.000 Minuten Zeitaufwand durch die Zuschauer. Das heißt, die 100 Zuschauer auf dem YouTube-Video sind viel weniger vom Zeitaufwand als die 10 Zuschauer auf dem Stream. Und das ist tatsächlich für YouTube-Videos ein Problem, weil der Stream ist natürlich einfacher zu machen. Wir machen es doch bis da. Hier kann man lassen, denke ich. Der Stream ist viel einfacher zu machen. Er ist weniger Aufwand. Er ist auch qualitativ tatsächlich schlechter als ein Video. In der Regel zumindest. Auch wenn der YouTuber nicht die Regel hat, meistens auch. Und das liegt einfach daran, dass niemand in der Qualität streamen kann, wie er eben Videos machen kann. Das fehlt mir ein bisschen wenig. Und falls ich mich übrigens bei meinen Zahlen in irgendeiner Form verrechnet habe, das ist Moderationsblödheit. Oh, vielen Dank. Das heißt, nicht nur Moderationsblödheit, sondern ich rechne, während ich baue und moderiere. Das ist schon, also die CPU-Last ist bei 100%. Ne? Also kann man nicht anders sagen. Falls ihr jetzt denkt, oh Gott, der hat sich da total verrechnet. Ja, dann, das kann sein. Dann schreibt es mir mal richtig in die Kommentare rein, ganz einfach. Das tut mir dann leid, wenn ich mich so richtig verrechnet habe. Das ist keine böse Absicht. Das heißt auch nicht, dass ich überhaupt nicht rechnen kann. Wobei ich natürlich ja, auch lange Zeit in der Buchhaltung gearbeitet habe. Und ich am besten rechnen kann, wenn eine Rechenmaschine vor mir steht, die auch dabei noch macht. Und dann am Ende kann ich auf meinen Papierstreifen gucken und sehe, aha, ich habe die Umsatzsteuer richtig kalkuliert. Das ist mir das Liebste. Weil Kopfrechnen und rechnen können sind ja per se auch wieder mal so, wie so oft im Leben, 2 Paar Schuhe. Und ich bin in Kopfrechnung schlicht und ergreifend. Das ist doch ein Shit, ist das doch. Ah, schade. Ich meine natürlich, das ist schade. Das ist, Kopfrechnen und rechnen können sind ja per se 2 Paar Schuhe. Das eine hat ja mit dem anderen erstmal noch gar nichts zu tun. So. Habe ich jetzt gar keine mehr? Nee, habe ich, aber rutscht nicht nach. Was ist los mit dir, Inventory Tweaks? Was ist los? Ach, du bist durchsichtig nachgerutscht. Ich sehe es gerade. Ja, das macht er gerne.
Das müssen wir ja alles noch schöner machen. Das ist im Moment hier alles ein Grobentwurf, den ich hier zimmer, während ich schwitze. Schwitze. Und schwitze ist nämlich warm. Ich habe mich sogar getraut, das Fenster zu klappen. Falls da von außen irgendwelche Störgeräusche kommen, dann möchte ich mich dafür entschuldigen, aber es war mir doch zu unangenehm, um es nicht zu klappen. Das ist hier echt keine schöne Stelle. Kann hier schon jemand drauf in diesen Villager-Knaps? Habe ich noch eine Schaufel? Nee, natürlich nicht. Ich weiß schon, was ihr sagt, wenn ich es ohne Schaufel mache, also mache ich es mit Schaufel. So. Ich will mir ja da nicht immer, ich will mich ja nicht der permanenten Kritik aussetzen. Lass mich mal kurz gucken. Eieiei. Lass mich mal kurz gucken. Jo. Das kann weg. So, erster Streifen. Nächster Streifen. Ja, das muss man halt auch machen, ne? Das Vorfeld so einer Verteidigungsanlage ist halt auch nicht völlig unwichtig. Voll frankfurterisch hier, ist nicht völlig unwichtig. Nee, völlig nicht. So. Und jetzt geht's hier weiter durch. Trab, krab, trabbel, krab, trab, trab, krab, trabbel, trab, trabba, trab, krabbel, krab, trab. Kribbel, krab. Ach, ich entsinne mich. Geronimo! Das ist ja ein beeindruckendes Loch, ein beeindruckendes. Ich habe mich nicht dran erinnert, dass es errinnt. Vor allem errinnt. Die gute alte Errinterung. Ach, da singt wieder jemand. Was ist denn da los? Warum singt denn bei euch ständig jemand Purple Blended Music, hä? Das ist ja für Hintergrundmusik, wenn einer schwätzt, total doof. Ah. Mein Schatz. So, hört sich ja auch schon wieder so ein bisschen jetzt Witcher-artig an gerade, nachdem wir letztens den Outlander hatten. Haben wir nun den Geralt. Geralt von Riva. Du alte Diva. So. Da fällt die Kohle aus der Wand. Was der Kumpel super fand. So, tschüss. So. Und jetzt krabbeln wir hier den Streifen ab. Krab, 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 krab. Und dann, wenn wir schon dabei sind, diesen Streifen hier auch noch. Kann noch ein Stück weg. Gibt noch so ein bisschen Organisches. Und dann können wir hier den Streifen uns mitnehmen. Und dann wird da langsam auch eine Wand aus der Wand. Dum, 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 dum. Ich finde das gut mit der Musik für die Singleplayer-Aufnahmen. Da habe ich direkt viel mehr Zeit für Minecraft. Wenn das sich bewährt, könnte ich sogar auf tägliche Folgen hochkommen wieder. Weil die Bearbeitung der Videos war nun mal so, dass du rechnen konntest. Ich sag mal 20 Minuten Video und mit der Musik drunter legen, ist dann die Bearbeitungszeit wirklich so bei... Doch, ich würde sagen, es waren meist 40 Minuten, die du am Ende an einem Video gesessen hast, bevor du es angefangen hast zu rendern. Das unterschätzen viele. Aber Musik da händisch runterzulegen, immer den Titel reinzuschreiben, was wir ja machen als Service, damit man das nachvollziehen kann, ist dann einfach schon, ist schon okay dann. Ne? Von der Arbeit, das hat sich auch immer gelohnt, hat auch viel Spaß gemacht, aber es war halt manchmal so, dass du gesagt hast, oh. Ne? Also ich habe auch einmal so eine Riesenaufnahme gemacht mit Pico und sowas. Ne, war es mit Piccolo? Ne, war nicht mit Piccolo, es war die mit Skyters und dem Romanes und dem Emerald. Die war ja irgendwie so ganz lang, die Aufnahme. Und dann saß ich auch wirklich so ein paar Tage da und hab nichts gemacht, weil mich einfach die Menge, die ich zu bearbeiten hatte, total geschockt hat. Kann man vielleicht verstehen. Wenn man da so 3 Stunden Videoaufnahme vor sich hat und sich denkt, okay, da bist du jetzt wahrscheinlich 5,5 Stunden mit beschäftigt, bis du da durch bist. Ohne dass du gerendert hast, ne? Das kommt ja nochmal dazu. Ja. Warum ich die Dings hier mitnehme, hat einen einfachen Grund, zumindest so ein bisschen. Okay, jetzt ist die Fackel kaputt. Ne, die Fackel nicht, die setze ich jetzt. Kommt auch nochmal hin und hier vorne an die Ecke auch. Schaut ihr nicht. Warum? Weil wegen Dingern. Pfeilen. Piu, piu, piu. Und ihr wundert euch, warum ich nie Schaufeln habe. Ehrlich? Ernsthaft?
Echt jetzt? Warum kann man sich da wundern? Sieht man doch. Ich weiß nicht. Ob sie dann wieder rauskommen? Was stimmt nicht mit euch? Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ich habe die Mucki gar nicht dabei, ne? Ach so, sie pinkeln wieder in die Ecke. Every day is the same pinkel. Lalala. Was ist das hier für ein Lied? Cream Tea. Ja, hätte ich jetzt auch, hätte ich. Ja, komm mit, Muck. Was liegt denn? Ach, guck mal, die bringen mir, das ist hier ein Bringdienst. Die liefern die Brote sogar schon nach Hause. Villager Bringdienst. Bringdienst, vor allem Bringdienst. Nee, sie nicht. Sie nicht. Hast du das gesehen? Oh. Jetzt habe ich mich hier auch wieder zugeklumpt, ne? Inventartechnisch meine ich.